Hi, ich bin Jennifer Boldoin. Ich bin in der dritten Modeklasse hier an der Akademie für Kommunikation und designe gerne. Ich liebe, dass ich das machen kann, was mein Kopf mir quasi. Ich kann meine Kreativität ein bisschen ausleben und kann somit einfach an was arbeiten, was ich nachher auch tragen kann. Und ich weiß nicht, die Kreativität in der Hinsicht auszuleben, finde ich einfach, macht mich sehr glücklich. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ganz gerne in der Natur unterwegs bin und dadurch kriege ich ganz oft meine Inspiration. Natürlich auch die neuesten Runway-Shows, die schaue ich mir für mein Leben gerne an. Ich glaube, der Künstler, zu dem ich am meisten aufschaue, ich glaube, es sind viele. Es sind Teile von Gautier oder auch Balmain. Das inspiriert mich die Marke einfach sehr. So wie auch der Chefdesigner. Sonst, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele tolle Mode-Creator und auch kleinere Modelabels. Und von daher sind da ganz viele, die viel Inspiration für mich liefern. Ich glaube, dass meine Arbeiten sich oftmals auf das Feminine und das vor allen Dingen auch Maskuline beziehen und dass das einfach nicht so hart auseinander getrennt sein sollte. Genauso wie, dass ich mehr auf den Schnitt als tatsächlich auf Muster Wert lege. Das ist also quasi eigentlich ein bisschen bunter Misch. Also ich glaube, meine Arbeiten drückt vor allen Dingen das Dunkle aus. Also ich bin nicht so in den Farben drin und ich weiß nicht, sieht man vielleicht auch ein bisschen, dass ich gerne mich eher tatsächlich auf die Schnittkonstruktion fokussiere als auf bunte Muster oder sonst was. Mode ist für mich erstens ein tolles Hobby, was ich zu meinem Beruf machen darf. Und zweitens ganz, ganz viel Kreativität, Inspiration und auch irgendwo eine Leidenschaft. Ich mag den Kontrast zwischen sehr harten Stoffen und sehr, sehr weichen und fließenden Stoffen. Das heißt, ich arbeite oft mit Taff, manchmal auch mit Tüll. Nach der Ausbildung würde ich entweder gern studieren gehen oder ins Arbeitsleben. Ich bin noch so ein bisschen unsicher. Ich werde auf jeden Fall erstmal ein Praktikum in der Industrie machen, weil das für meine Traumuni nachher dann auch gefordert ist.